Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Voltaren Schmerzke geschrieben, welches er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Schmerzfrei mit Voltaren Schmerzgel. Voltaren ist das meistverkaufte rezeptfreie Schmerzgel in Deutschland und kommt aus dem Hause Novartis, das weltweit größte Pharmaunternehmen. Wie der Name schon verrät, wird Voltaren Schmerzgel bei Gelenk-, Muskel- und Rückenschmerzen verwendet. Erhältlich ist eine Tube Voltaren in verschiedenen Größen, 60 Gramm, 120 Gramm, 150 Gramm und 180 Gramm Packungen, stehen auf dem Markt zur Verfügung. Die Anwendung: wann, wo und wie? Das Voltaren Schmerzgel benutzt man bei akuten Muskelschmerzen, Sport- und Unfallverletzungen, Tennisarm und bei Arthrose bedingten Schmerzen der Knie- und Fingergelenke. Abhängig von der Intensität der Schmerzen wird das Gel 3 bis 4 Mal täglich auf die Haut aufgetragen. Es ist ausschließlich zur äußeren Anwendung gedacht. Dazu gibt man einfach eine angemessene Menge auf die betroffene schmerzende Stelle und reibt es in die Haut ein. Das Gel wirkt auf der Haut kühlend und pflegend. Man kann das Schmerzgel 21 aufeinanderfolgende Tage benutzen. Empfohlen wird jedoch nach 3 bis 5 Tagen den Arzt zu konsultieren, sofern keine Besserung spürbar ist. Von der Anwendung von Voltaren und der luftdurchlässigen Verwenden wird übrigens abgeraten. Lediglich ein atmungsaktiver Verband stört den Wirkungsprozess nicht, sofern das Gel genug Zeit hat, einzuwirken, bevor der Verband angelegt wurde. Wirkung und der Wirkstoff Diclofenac, Diethylaminsalz. Der im Voltaren Schmerzgel enthaltene Wirkstoff ist Diclofenac, Diethylaminsalz, wo auf 1 Gramm Gel 11,7 Milligramm Wirkstoff kommen. Diclofenac ist ein jahrelang bewährter und gut erforschter Arzneistoff, der besonders bei Entzündungen und Schmerzen verabreicht wird. Diclofenac ist auch in einnehmbaren Medikamenten oftmals enthalten, allerdings dann verschreibungspflichtig. Für die äußere Anwendung und einer Diclofenac-Konzentration von unter 5% sind Gels und Cremes wie das Voltaren Schmerzgel von der Verschreibungspflicht ausgenommen und daher in jeder Apotheke oder in Online-Shops erhältlich. Diclofenac wirkt fiebersenkend, schmerzstillend, entzündungshemmend und antirheumatisch. Die Anwendung von Voltaren Schmerzgel führt also zu einer schnellen Schmerzbefreiung, bekämpft die Entzündungen, die meistens Ursache für die Schmerzen sind, und fördert insgesamt den Heilungsprozess. Das Gel zieht dabei im entzündeten Körpergewebe ein und wirkt dort. Dies kann gegenüber der oralen Einnahme ein Vorteil sein, da insbesondere der Magentrakt und der Gesamtorganismus geschont werden. Die Nebenwirkungen von Voltaren Schmerzgel. Wie bei jedem Arzneimittel können auch hier Nebenwirkungen auftreten. Die einzige Nebenwirkung, die hier als häufig markiert wurde, das heißt zwischen 1 bis 10 Betroffenen bei 100 Behandelten, sind Hautirritationen in Form von Ausschlag, Rötungen, Juckreiz oder Ekzemen. Als sehr selten werden in der Packungsbeilage pustelartige Hautausschlag, Überempfindlichkeitsreaktionen, Gesichtsschwellungen, Asthma, Magen-Darm-Beschwerden und Fotosensibilisierung aufgeführt. Als gelegentlich zwischen 1 bis 10 Betroffene von 1000 Behandelten werden Schuppenbildung, austrocknende Haut und Ödeme angegeben. Die letzte Nebenwirkung der Hautentzündung mit Blasenbildung tritt selten, 1 bis 10 Betroffene von 10.000 Behandelten, auf. In der Schwangerschaft wird empfohlen, das Schmerzgel nur bis zum 6. Monat der Schwangerschaft zu verwenden. In der Stillzeit sollte man von jeglichen Voltaren-Produkten absehen, da geringe Mengen Diclofenac in die Muttermilch gelangen könnten. Was ich von dem Voltaren-Schmerzgel halte: Der Auftrag ist einfach und schnell. Ich massiere das Gel immer kräftig in die Haut ein, um gleichzeitig noch die Blutzirkulation etwas anzuregen. Der Geruch des Schmerzgels ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber schon nach einigen Anwendungen fällt dieser nicht mehr störend auf, es sei denn, man ist Gerüchen gegenüber empfindlich. Der kühlende Effekt ist sehr angenehm und es zieht rückstandslos innerhalb von wenigen Sekunden ein. Die Wirkung setzt in der Regel schnell ein, was gerade bei akuten Schmerzen wirklich erleichternd ist. Ich verwende es meistens bei Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich, die bei mir immer wieder mal auftreten nach einem langen Arbeitstag vor dem Computer. Da man bei Schmerzen meistens zum falschen Verhalten neigt, nämlich sich nicht mehr viel zu bewegen, ist Voltaren ein gutes Mittel, gegen dieses Fehlverhalten anzukämpfen. Durch die schnelle Linderung des Schmerzes versuche ich immer, mich sofort wieder mäßig zu bewegen, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Dies ist vor allem hilfreich bei den Verspannungen. Auch angewendet habe ich es schon, als im Knie bei mir Bewegungsschmerzen auftauchten infolge von Sport. Ich denke, dass viele diese unangenehmen Schmerzen kennen, nachdem man zu viele Kniebeugen oder ähnliches durchgeführt hat. Ich trage es dann direkt auf das Knie und auch in die Kniekehle auf, meistens wiederhole ich diesen Vorgang 3 Mal am Tag. Schon am nächsten Tag habe ich das Gefühl, wieder Sport machen zu können, da die Schmerzen weitestgehend verschwunden sind. Es ist übrigens sehr empfehlenswert, das Gel so früh wie möglich aufzutragen, da es auch vorbeugend wirken kann. Sobald man also Anzeichen von Schmerzen in den Gelenken oder Muskeln verspürt, kann Voltaren den Ausbruch einer Entzündung eindämmen oder sogar verhindern durch die antiphlogistische Wirkung des Diclofenacs.
Ich glaube, dies hat mich schon einige Male vor weiteren Schmerzen bewahren können, auch wenn ich dies nur glauben kann und nicht beweisen. Wie sich Wolterie bei Unfallverletzungen verhält, kann ich nur aus der Sicht meiner Schwester erzählen, die sich einmal beim Handballspielen ihr Schultergelenk überlastet und gezerrt hat. Wolterien hat sie unterstützend aufgetragen, zusätzlich zur Behandlung durch den Arzt, der dies auch abgesegnet hatte. Auch bei ihr wurden die Schmerzen von Stunde zu Stunde ertragbarer. Nicht zu empfehlen ist das Schmerzgel bei sehr starken Schmerzen, da es nur für schwache bis mittlere Leiden gedacht ist. Für mich gehört das Wolterien Schmerzgel zur Hausapotheke. Schon seit Jahren bin ich es gewohnt, dass wir immer eine Tube zu Hause haben, sogar bei meinen Großeltern, die dies besonders im Alter vermehrt benutzt haben. Wolterien stellt bei mir häufig eine echte Alternative zum Griff zur Schmerztablette dar, da ein Gel wesentlich schonender für den Körper ist und zumal schneller wirkt, da es genau dort aufgetragen werden kann, wo es tatsächlich schmerzt. Die Tablette hingegen muss erst verarbeitet werden und den entzündeten Bereich erreichen. Wer die Absicht hat, seinen Konsum von Schmerztabletten eventuell zu reduzieren, dem würde ich vielleicht ein Wolterien-Schmerzgel Forte ans Herz legen. Wolterien Forte enthält die doppelte Menge an Diclofenac und ersetzt damit eine Tagesdosis an Schmerztabletten. Es ist sozusagen die stärkere Version des Klassikers, den man sogar nur zweimal am Tag auftragen muss. Ich bin mit der Anwendung, der einfachen Handhabung und spürbaren Wirkung sehr zufrieden. Als Tipp möchte ich mit auf den Weg geben, dass man Wolterien im Internet häufig günstiger bekommt als in der Apotheke. Für jeden, der Wolterien regelmäßig benutzt und nachkauft, kann dies Gold wert sein. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.